Wir waren einen Monat lang in Nordvietnam unterwegs und zeigen dir in diesem Video all unsere Highlights, eine Route mit allen Infos zum Transport und natürlich auch all unsere Kosten, und ein echter Geheimtipp ist auch mit dabei. Viel Spaß im Video. Vietnam liegt in Südostasien und ist ein ziemlich langgezogenes Land, aber wir beschränken uns in diesem Video auf den nördlichen Teil des Landes, weil dort sind auch die meisten touristischen Highlights, und wir würden auch empfehlen, wenn ihr vielleicht einen 2- bis 3-wöchigen Urlaub in Vietnam einplant, euch auf den Norden zu beschränken, weil man sollte die Distanzen bis ganz in den Süden nicht unterschätzen. Aber bevor wir zu den Highlights kommen, wollen wir euch erst noch mal ein paar allgemeine Informationen geben. In Vietnam gibt es 3 verschiedene Klimazonen: Nordvietnam, Zentralvietnam und Südvietnam. In Nordvietnam gelten die Wintermonate von November bis April als die Trockenzeit, und insbesondere im Dezember, Januar und Februar ist es besonders trocken, kann aber auch kühler werden. Also falls ihr plant, in diesen Monaten nach Nordvietnam zu reisen, solltet ihr auf jeden Fall etwas wärmere Kleidung einpacken. Für deutsche Staatsbürger ist die Einreise nach Vietnam bis zu 15 Tagen visafrei. Für alles darüber hinaus müsst ihr ein E-Visum vorab online beantragen. Den Link dazu packen wir euch in die Videobeschreibung. Das kostet $25 und ist für 30 Tage gültig. Und aktuell kann das Visum in Vietnam auch nicht verlängert werden. Das heißt, wenn ihr länger als einen Monat bleiben wollt, müsst ihr ein Visum machen. Die Währung in Vietnam ist der Dong, wobei 1 Euro ca. 25.000 Dong entspricht. Und man kann oft mit Kreditkarte zahlen, es kommt aber fast immer eine Gebühr von meistens zu 3% obendrauf, weshalb es eigentlich besser ist, mit Bargeld zu bezahlen. Und an den Geldautomaten mussten wir meistens eine Gebühr von ungefähr 1 Euro für die Abhebung bezahlen. Good News für alle Low-Budget-Reisenden: Vietnam ist ein sehr günstiges Reiseland, vielleicht sogar eins der günstigsten weltweit. Es war auch das zweitgünstigste auf unserer Weltreise. Wie das im Detail aussieht, wie viel wir pro Tag für was ausgegeben haben, dazu kommen wir später. Dann kommen wir jetzt auch zu den Highlights und starten direkt mal in der Hauptstadt von Vietnam, nämlich in Hanoi. Hanoi ist eine sehr chaotische und wuselige Metropole mit 8 Millionen Einwohnern, und der Verkehr dort ist absolut verrückt. Und ich glaube, man kann sagen, dass es zu den Städten zählt, die man entweder liebt oder hasst. Aber auf jeden Fall ist es sehr interessant und auch der perfekte Startpunkt für eine Reise durch Nordvietnam. Das Zentrum der Stadt ist das Old Quarter, also der historische Stadtkern, und hier befinden sich auch die meisten Unterkünfte, weshalb dort auch die meisten Touristen unterkommen. Und wer abends mal weggehen möchte, wird im Old Quarter auf jeden Fall auch fündig. Da befindet sich nämlich die Beer Street mit ganz vielen Pubs und Bars, also da ist auf jeden Fall immer was los. Und dann gibt es natürlich ein paar Sachen in Hanoi, die man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Dazu zählt der Huan Kim See, der auch im Old Quarter liegt und der einen richtig schönen Tempel hat. Und einer der bekanntesten Motive in Hanoi ist die Train Street. Das ist so eine ganz schmale Straße, wo Züge durchfahren, wo nur ganz wenig Platz nach links und rechts ist und wo sich ganz viele Cafés befinden. Es ist allerdings gerade Stand November 2022 so, dass das offiziell nicht mehr erlaubt ist, über die Schienen zu laufen, und auch viele dieser Cafés geschlossen haben. Es wird allerdings nicht ganz so konsequent umgesetzt, also falls ihr da seid, geht auf jeden Fall mal dahin und checkt es ab. Und ansonsten ist es auf jeden Fall ein Must-Do, mal den Night Market zu besuchen, Streetfood zu probieren und natürlich den bekannten vietnamesischen Kaffee. Und wer sich für die Geschichte Vietnams interessiert, der sollte auch mal dem Ho Chi Minh-Mausoleum einen Besuch abstatten. Da sind nämlich die menschlichen Überreste des Revolutionsführers und späteren Präsidenten Ho Chi Minh aufgebahrt, und das Ganze ist auch kostenlos. Und was wir noch positiv hervorheben wollen: natürlich ist Hanoi ein touristischer Anziehungspunkt, aber es hat sich trotzdem einen sehr authentischen Charakter bewahrt. Selbst im Old Quarter vermischen sich Tourismus und Local Life auf eine sehr angenehme Art und Weise. Kommen wir zu Highlight Nummer 2, Ha Giang oder Ha Giang, wie man in Vietnam sagt. Das ist eine Stadt ganz im Norden des Landes, ca. 8 Stunden von Hanoi entfernt, fast an der Grenze zu China. Und die Stadt gilt als Ausgangsort für den relativ bekannten und wunderschönen Ha Giang Loop. Als Unterkunft in Ha Giang können wir das Hong Hao Hostel weiterempfehlen. Das kostet 16 Euro für ein ordentliches Doppelzimmer mit eigenem Bad inklusive Frühstück. Sonst gibt es jetzt in der Stadt nicht sonderlich viel zu sehen. Deshalb würden wir auch gleich empfehlen, ein Motorrad auszuleihen. Das kann man entweder direkt im Hong Hao Hostel machen oder auch überall in der Stadt. Wir haben das beim Bong Hostel gemacht, weil wir da einen relativ guten Eindruck hatten. Und das Ganze kostet ungefähr 10 Euro pro Tag inklusive Versicherung für einen Semi-Automatic-Roller. Ich bin vorher nur Automatik gefahren, und das war das für mich das erste Mal, dass ich so einen semi-automatischen mit 4 Gängen gefahren bin. Aber jeder, der irgendwie schon mal Roller gefahren ist und da ein bisschen Erfahrung hat, der kann sich da schnell umstellen, und man kann im Hostel auch eine kleine Probefahrt machen. Und wir würden es auf jeden Fall empfehlen, weil wenn man mal irgendwie steil hochfährt, dann ist so eine Gangschaltung schon echt praktisch. Und falls man alleine unterwegs ist, kann man bei dem Hostel auch eine Gruppentour machen. Oder falls man nicht mal selber fahren möchte, kann man so einen Easy Rider nehmen, der fährt dann mit der Gruppe zusammen den ganzen Loop mit einem. Wir haben das Ganze auf eigene Faust gemacht und haben eine 3-Tagestour gemacht mit 2 Nächten. Die erste Nacht in Yen Minh,
die zweite Nacht in Mae Wak. Das Ganze waren ungefähr so 310 Kilometer und es war wirklich ein Traum gewesen. Es war unsere erste Motorradtour. Es hat erstens extrem viel Spaß gemacht zu fahren einfach und die Landschaften sind atemberaubend schön durch die Berge, die ganzen Serpentinen. Man kann überall mal einen Stopp machen, wenn man eine schöne Aussicht hat. Man fährt durch diese ganzen Dörfer mit diesen indigenen Hmong. Extrem interessant zu sehen, wie einfach das Leben dort so funktioniert. Ein faszinierender Motorradloop ist mit Sicherheit zu Recht einer der bekanntesten der Welt. Und ja, es war unser erster. Wir haben auf jeden Fall Lust auf mehr bekommen. Wir werden nochmal vielleicht einen in Thailand oder in Laos machen. Aber wenn ihr in Vietnam seid, müsst ihr das auf jeden Fall machen. Es war traumhaft schön und es ist relativ günstig, auch die Übernachtung in den Dörfern. Also es ist wirklich eine Empfehlung und mit Sicherheit auf dieser Liste das Abenteuerliste. Die Halongbucht ist mit Sicherheit einer der bekanntesten Spots in Vietnam, wenn nicht sogar von ganz Südostasien. Und es ist zwar wunderschön, aber halt auch sehr bekannt und dementsprechend auch ziemlich voll. Und wir haben eine richtig gute Alternative dazu gefunden. Und zwar ist das die Lan Ha-Bucht. Die ist genauso schön, aber halt deutlich weniger touristisch und man kann diese wunderschönen Landschaften ohne Massentourismus genießen. Ausgangsort ist die Insel Cat Ba, wo es ganz viele Agencies gibt und wo man eben diese Bootstouren buchen kann, die sich in Preis und Länge unterscheiden. Wir haben eine zweitägige Tour gemacht mit einer Übernachtung auf dem Boot und haben dann ganz viele verschiedene Stops eingelegt. Da konnte man dann schwimmen gehen, vom Boot springen, haben an wunderschönen Stränden gehalten, waren viel mit dem Kajak auch unterwegs, sind durch Höhlen und Buchten durchgefahren und hatten halt die ganze Zeit diese wunderschöne Kulisse mit diesen Karstfelsen um uns herum. Und wir würden auf jeden Fall auch empfehlen, mindestens eine Nacht auf dem Boot zu übernachten, weil man dann eben die Chance hat, auch den Sonnenuntergang und vielleicht auch den Sonnenaufgang auf dem Wasser zu sehen. Und wir waren auch sehr positiv davon überrascht, wie luxuriös diese Schiffe sind. Also wir haben uns da richtig wohl gefühlt, das Essen war auch super, es war alles sauber. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst uns gerne einen Like da. Das hilft unserem Kanal weiter und ist nur ein kleiner Klick für euch. Und falls ihr noch mehr Videos sehen wollt rund ums Thema Weltreise oder Vlogs aus verschiedenen Ländern, dann abonniert gerne diesen Kanal und jetzt geht's weiter mit dem Video. Kommen wir zum großen letzten Highlight und zwar Ninh Binh. Das ist eine Stadt ungefähr 2 Stunden südwestlich von Hanoi und die ganze Region gilt als die trockene Halongbucht von Vietnam. Ausgangsort für Ausflüge in die Umgebung ist der kleine Ort Tam Koc. Das ist ein See ungefähr so 15 Minuten entfernt. Das ist so das touristische Zentrum und da können wir euch eine Unterkunft ans Herz legen und zwar die Tam Koc Village Bungalows für 16 Euro pro Nacht. Ein eigenes Bungalow, Doppelzimmer mit Pool, Frühstück inklusive, wirklich eine der besten Unterkünfte mit einem klasse Preis-Leistungs-Verhältnis, super freundliche Gastgeber. In der Unterkunft könnt ihr euch auch Roller mieten oder Fahrräder ausleihen und könnt dann Ausflüge machen, zum Beispiel nach Trang An, zur Bai Dinh Pagoda oder zum Hang Mua Viewpoint. Bei Trang An könnt ihr eine mehrstündige Bootstour machen, durch diese traumhaft schönen Landschaften, ganz in Ruhe, ganz entspannt mit diesem Ruderboot, macht Stops bei verschiedenen Tempeln, fahrt durch solche Caves durch und so weiter. Also ist auf jeden Fall echt cool, hat uns sehr gut gefallen und falls ihr noch mehr Tempel sehen wollt, können wir euch die Bai Dinh Pagoda weiterempfehlen. Das ist ungefähr so eine halbe Stunde mit dem Roller von Tam Koc entfernt und ist einer der größten Tempelanlagen, die wir bisher auf Weltreise gesehen haben. Also wirklich riesig, mit ganz vielen verschiedenen Pagoden, die eine davon richtig hoch. Wir waren zum Sonnenuntergang da, es wurde dann auch alles beleuchtet, ganz viele Tempel mit vielen Statuen. Es war auch nicht viel los gewesen. Es hatte eine sehr mystische und schöne Stimmung. Also wem sowas gefällt, der sollte da auf jeden Fall einen Stopp einlegen. Und zu guter Letzt noch der Hang Mua Viewpoint. Das ist eigentlich so die bekannteste Sehenswürdigkeit da. Das kann man von Tam Koc aus mit dem Fahrrad ausmachen und muss dann 500 Stufen nach oben laufen. Hat dann 2 verschiedene Viewpoints mit einer traumhaft schönen Aussicht auf diese Landschaft. Also ja, wir haben das zum Sonnenuntergang gemacht. Zwar sehr schön, aber auch sehr voll. Falls ihr dahin wollt, wenn weniger los ist, dann macht es auf jeden Fall morgens. Also Ninh Binh, die ganze Region hat uns wirklich extrem gut gefallen. Ein weiterer sehr bekannter Ort in Nordvietnam ist Sapa. Wir waren selbst nicht dort, wollen es aber natürlich nicht unerwähnt lassen. Und Sapa ist etwas höher gelegen in den Bergen und vor allem für Reisterrassen und Trekkingtouren bekannt. Eine weitere Stadt, die wir euch nicht vorenthalten wollen, ist Hoi An. Das gilt nämlich als die schönste Stadt in ganz Vietnam. Gehört, wenn man es genau nimmt, nicht mehr zu Nordvietnam dazu und ist auch mehr als ein kleiner Abstecher. Aber falls ihr ein paar Tage übrig habt, könnt ihr euch entweder einen Bus oder einen Zug setzen. Etwa 15 Stunden dauert die Fahrt bis nach Da Nang, von wo aus ihr dann weiter nach Hoi An fahren könnt. Aber die Zugfahrt selbst war auch ein sehr cooles Abenteuer gewesen. Von daher allein schon deswegen hat sie es gelohnt. Und Hoi An ist einfach ja, sehr cool. Man kann sich dort ein Fahrrad mieten, ein bisschen durch die Stadt fahren. Es gibt einen Strand in der Nähe und die Altstadt ist einfach traumhaft schön mit diesen ganzen Lampions dann zum Sonnenuntergang. Hat eine einmalige Stimmung, aber ich weiß nicht, ob es am schlechten Timing lag. Als wir da waren, war es ziemlich voll gewesen. Darauf sollte man sich auf jeden Fall einstellen. Kommen wir kurz zur Route und starten da in der Hauptstadt Hanoi. Da ist ja auch der große internationale Flughafen. Von da ist der erste Stopp Ha Giang im Norden von Vietnam, das dauert ungefähr so 8 Stunden mit dem Bus
Und danach hat man beim zweiten Stopp eine relativ lange Busfahrt vor sich von Hajang nach Katbar. Muss man ungefähr so 11 bis 13 Stunden kalkulieren. Wem das zu lang ist, der kann auch einen Zwischenstopp in Hanoi machen. Man kann das auch immer ja, kombinieren mit einem Tagbus und vielleicht auch einem Nachtbus, je nachdem, wie man das machen möchte. Aber dann werden die Distanzen etwas kürzer. Also von Katbar nach Ninh Binh sind es ungefähr so 5 Stunden mit dem Bus. Und dann von Ninh Binh nach Hanoi so ungefähr 2 bis 3. Und die Strecke könnt ihr, falls ihr wollt, auch mit dem Zug zurücklegen. Transport ist in Vietnam eigentlich relativ leicht zu organisieren. An jeder Ecke und auf jeder Straße gibt es Agencies, wo ihr Bus- und Bahntickets buchen könnt oder ihr könnt das auch direkt über das Hostel machen. Und euer bevorzugtes Verkehrsmittel wird meistens der Bus sein. Das ist am günstigsten und es sind dann meistens so diese Doppelstockbetten mit den drei Reihen in der Mitte. Das haben wir auch meistens genutzt und das ist ja eigentlich auch völlig ausreichend und auch recht bequem. Aber es gibt auch gehobenere Alternativen mit so VIP-Cabins oder Limousinen. Das haben wir jetzt selbst nicht gemacht. Wir hatten halt immer diese Basic Sleeper. Aber zwei Sachen, auf die man sich auf jeden Fall einstellen muss in Vietnam, ist etwas Geduld und vor allem viel Gehupe. Dann kommen wir jetzt zu den Kosten und wir können schon mal eins vorwegnehmen. Vietnam ist ein sehr günstiges Reiseland und war bei uns jetzt von unseren 13 Ländern, die wir bisher auf Weltreise gesehen haben, zusammen mit Bolivien das günstigste. Wir haben 34,50 Euro pro Person pro Tag ausgegeben, aber es geht auf jeden Fall auch noch deutlich günstiger. Also mit unter 30 Euro sollte man auch kein Problem haben, wenn man low-budget unterwegs ist. Und wie das bei uns im Detail aussieht, das seht ihr jetzt. Fangen wir mit der teuersten Kategorie an. Essen und Trinken. Das waren bei uns 11 Euro pro Person pro Tag. Für vietnamesische Verhältnisse wahrscheinlich ziemlich viel, weil Local Food ist eigentlich ziemlich günstig. Aber wir haben häufiger mal auch international gegessen, auch mal ein Bierchen getrunken, mal einen Cocktail und so weiter. Von daher, falls ihr sparen wollt, da ist auf jeden Fall das größte Sparpotenzial vorhanden. Für Unterkünfte haben wir 7,50 Euro pro Person pro Nacht ausgegeben. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz guter Richtwert, so 15 Euro für ein Doppelzimmer mit Klimaanlage und eigenem Bad. Wobei wir sagen müssen, der Standard war sehr unterschiedlich. Während wir zum Beispiel in Tham Quoc ein richtig schönes Hostel hatten, inklusive Frühstück und mit Pool für 16 Euro, haben wir in Hanoi mehr bezahlt für ein einfaches Zimmer ohne Frühstück, was nicht ganz so sauber war. Also da ist auf jeden Fall eine große Spannbreite dabei. Auf den ganzen Monat gerechnet haben wir für Transport 5 Euro pro Person pro Tag ausgegeben. Dazu zählen in erster Linie die ganzen Busfahrten, auch eine längere Zugfahrt, ein paar kleinere Taxifahrten und der Rollerverleih in Ninh Binh. Für Aktivitäten haben wir 180 Euro pro Person ausgegeben, wobei wir da auch den Hajang Loop mit reingezählt haben, also den Rollerverleih und den Tank, weil das ja eine Aktivität ist und nicht wirklich ein Transport. Und ansonsten ist hier der größte Kostenblock die Bootstour durch die Lan Ha Bay und ansonsten kommen noch ein paar Eintritte für Tempel dazu und die Bootsfahrt in Ninh Binh. Für das Visa haben wir 25 Euro pro Person bezahlt und da solltet ihr auf jeden Fall aufpassen. Wir haben andere Leute getroffen, die da ziemlich abgezockt wurden und teilweise über 50 Euro gezahlt haben. Von daher checkt den Link in der Videobeschreibung aus, da findet ihr einen transparenten Preis. Unseren letzten Kostenblock haben wir unter dem Begriff Sonstiges zusammengefasst und das sind 65 Euro pro Person. Dazu zählt zum Beispiel Wäsche waschen, wobei hier so ein Richtwert ist ungefähr 1,50 Euro pro Kilo. Ansonsten unsere SIM-Karten, die ATM-Gebühren, dann mein Massagestudio und Friseurbesuch von Horst. Ich habe mir die Nägel machen lassen und solche Kleinigkeiten. Dann kommen wir zu unserem Fazit, was auf jeden Fall sehr positiv ausfällt. Wir hatten eine richtig gute Zeit in Nordvietnam und können es auf jeden Fall weiterempfehlen. Vor allem auch an alle Low-Budget-Reisenden, denn das Land ist wirklich günstig und man kann richtig viel unternehmen, ohne sein Budget zu sprengen. Aber eine Sache, über die wir auch noch sprechen wollen, ist so der Umgang mit den Vietnamesen, weil wir haben vor der Reise immer mal wieder gehört, dass ja die Vietnamesen nicht unbedingt den freundlichsten Ruf haben. Da wollen wir erstmal widersprechen, weil wir haben extrem viele freundliche Vietnamesen kennengelernt, gerade in den Homestays. Sowas von zuvorkommenden Menschen, also wirklich extrem nett. Aber man muss ehrlicherweise sagen, auch so im Daily Life, einfach auf der Straße, in einfachen Restaurants, in Bussen oder auf dem Markt und so weiter, da sollte man nicht zu viel erwarten. Also so die Umgangsform, wie wir sie kennen, mit Hallo, Danke, Bitte, auch wenn wir es ab und zu mal auf Vietnamesisch probiert haben, vielleicht haben wir auch schlecht gesprochen, aber es wurde oft nicht erwidert, auch auf Englisch nicht. Das hat uns am Anfang immer so ein bisschen verwundert, aber daran gewöhnt man sich und ich glaube, es ist auch irgendwie nicht böse gemeint. Man sollte das auf jeden Fall wissen, dass wenn man irgendwo reinkommt in den Supermarkt und sagt Hallo und die sagen einfach nichts, das ist uns jetzt relativ häufig passiert, aber uns hat es jetzt auch nicht gestört. Aber wenn ihr gerade aus Thailand kommt oder danach nach Thailand geht, werdet ihr auf jeden Fall einen ja, Unterschied merken, der aber überhaupt nicht schlimm ist. Ansonsten haben wir natürlich wie immer diesen Länderguide auch in schriftlicher Form auf unserem Blog. Schaut da gerne mal vorbei unter www.betterbeyond.de. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass der ein oder andere hilfreiche Tipp dabei war und wir jemanden motivieren können, mal nach Nordvietnam zu reisen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.